4 Punkte im Turnierverlauf. Wolfsburg startet mit einer 1:2 Niederlage gegen Bayern 04 Leverkusen. Gegen Borussia Dortmund gewann dann die Wolfsburger, die jetzt von links nach rechts in Grün spielen, mit 3:2. Mainz 05 startete mit einem 3:1 gegen unseren Jürgen Kaiserswahl und schafften dann gegen Bayern 04 Leverkusen den Auftaktgegner wiederum von Wolfsburg. 0:0. Wir sind gespannt, wer jetzt die Nase vorn hat. Beide Mannschaften spielen in der Regionalliga, allerdings nicht in der gleichen. Wolfsburg in der Regionalliga Nord. FSV Mainz 05 in der Regionalliga Südwest. VfL Tabellenführer. Mainz 05 Tabellenzweiter der Liga. Wir schauen gleich noch ein bisschen auf die Bilanz und auf die Spiele. So, Offensivaktion hier durch Artan Latifi. Ball abgefangen von Daniel Imafidon. Wolfsburg allerdings wieder im Angriffsbereich. Jetzt der Ball bei Tarik Karaman im Tor der Mainzer. Klasse rübergelegt, jetzt die Aktion und das Tor. Rafael Antunes mit der Nummer 14 bei Mainz 05. Hier wunderbar rübergelegt, hier nimmt er aus der Luft, volles Risiko. Zum schönen 1:0. Der lange Ball. Abgefangen. Also Mainz führt. Mainz will auf 7 Punkte stellen. Mit 9 Teilnahmen. 2015 der einmalige Finaleinzug, der allerdings auch erfolgreich die Mainzer gewann den Freeway Cup im Jahr 2015. Hier gefährliches Spiel, deswegen Freistoß für den VfL. In der Vergangenheit auch schon tolle Namen hier für Mainz am Start gewesen. Finn Dahm, wer sich erinnern kann, 2014. Riedle Baku, jetzige Wolfsburger, Nationalspieler, 2014 ebenfalls hier gewesen. Christian Kinzombi von Sandhausen war erst 2019 hier, auch ein bekanntes Gesicht, ein bekannter Name. Also auch schon sich richtig was entwickelt aus der Mainzer Jugend. ...2017 war Lasse Ries der beste Torhüter im Turnier für Mainz 05. Ist immer noch bei Mainz, spielt jetzt in der Regionalliga für die zweite Mannschaft von Mainz 05. Hat da noch Vertrag bis 2025, also gut möglich, dass wir auch ihn noch mal in der Bundesliga sehen und das der nächste ist, der den Schritt ganz nach oben macht. So, nächste Möglichkeit für Mainz 05. Passt thematisch noch wunderbar rein. Der Ball aber auf der Linie geklärt. Durch Ole Brammer. Leiter der Akademie in Wolfsburg, ja, Michael Gentner. Februar 2022, Bruder von Christian Gentner, den ja viele noch aus der Bundesliga kennen.
Michael Gentner war über 10 Jahre im Nachwuchs beim VfB Stuttgart tätig. Dann der Wechsel nach Wolfsburg ist da Pablo Thiam gefolgt. Pablo Thiam ja zu Hertha gegangen und hier das 2:0 für Mainz 05 durch die Kante mit der Nummer 16. Batuhan Deliboyac. Erster Ansprechpartner für den Direktor der Jugendabteilung, für Michael Gentner übrigens, für die erste Mannschaft ist Robert Kovac, Bruder und Co-Trainer von Niko Kovac, der also fest zugeteilt als Ansprechpartner, als Bindeglied in den Juniorenbereich beim VfL. Insgesamt steht die Jugend in Wolfsburg top da, man ist sehr zufrieden mit den Tabellenplätzen, mit der inhaltlichen Entwicklung. Die U16 hier ja auch Tabellenführer der Regionalliga. 33 Punkte aus 13 Spielen. 36 zu 14 Tore. Man ist das Maß aller Dinge in der Liga. 10 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Beste Offensive, beste Defensive. Gegen die Kontrahenten hier im Turnier. Gegen den HSV gewann man in der Liga mit 3 zu 2. Und gegen Werder Bremen gab es sogar einen 5 zu 1 Kantersieg. Also die Wolfsburger sind in Spur und deswegen sind wir auch gespannt, was sie uns hier noch zeigen. Das war ein Foul und das gibt 9 Meter. Tarik Karaman, gucken wir uns nochmal an. Super Tempo aufgenommen, Ball schön am Keeper vorbeigelegt und dann wird da der Kontakt gewesen sein. Gibt keine lauten Proteste für Wolfsburg. Tritt an Alessandro Grimaldi. Sicher, unten halb links, Anschlusstreffer, 1:2 zum Rammer Lammer Ding Dong Song. 5,5 Minuten vor dem Ende, hier sehen wir es nochmal, guckt schön nach rechts, guckt ihn aus und dann schiebt dann halb links unten rein. Nächster Abschlussversuch, Daniel Imafidon. Eckball. Mit der Hacke. Schade, das wäre ein sehenswertes Tor gewesen. Die Wolfsburger wieder nach vorne gehen. Also man schenkt sich hier nichts. Beide Seiten geben noch einmal Vollgas. Nächster Schussversuch aus der Distanz. Patrick Kunig, 36 Jahre jung. Auf der anderen Seite Marc Heidenmann, 32 Jahre. Gerade die Mainzer ja auch bekannt für eine tolle Nachwuchstrainerförderung. Und hier der Treffer aus der Distanz. Jetzt trifft er Daniel Imafidon. Zur Belohnung geht's zur Pause. Der Treffer zum 1:3. Aus Wolfsburger Sicht, die jetzt sich wieder anschicken, nach vorne zu kommen. Stark vorbeigelegt. Aus der Drehung abgeschlossen hier. Zweiter Versuch war von Bennett Pohl.
Augsburger setzen jetzt schon auf den fünften Feldspieler. Und tauschen jetzt bei Ballbesitz des Gegners wieder zurück. Risiko wird also erhöht. Mindestens den Punkt will man noch mitnehmen. Das wird jetzt immer schwerer, weil das 4:1 fällt durch Rafael Antunes. Sich tief, schön freigelaufen. Super gesehen da vom Mainzer Keeper. Nach dem Abpraller sofort der Ball. Der erste Pass in die Tiefe. Da sind die Mainzer stark. Das war gegen die Mühle schon so. Dass sie sehr, sehr schnell diese Option nach Ballgewinn erkennen und immer wieder gleich in die Spitze spielen. Auffällig bei Mainz 05. Noch knapp 2 Minuten. Auf der Uhr. Gleich also noch das große Finale heute Abend. Hertha BSC Berlin gegen Bayern München. Das verspricht nochmal ein starker Abschluss des Tages zu werden. Morgen geht es dann weiter. 8.30 Uhr die erste Partie. Früh aufstehen müssen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC Berlin. Ja, man hört aus internen Kreisen, dass das nicht die beliebteste Anschlusszeit bei den Teams ist. Gerüchten zufolge, auch bei den Trainern geht der erste Blick nach der Auslosung immer auf den Spielplan, wer dann nämlich um 8.30 Uhr spielt. Also Hertha und Düsseldorf. Hertha dann sogar mit dem letzten Spiel des Abends und dem ersten Morgen früh. Und der nächste Anschlusstreffer, Doppelpack für Alessandro Grimaldi. Sekunden noch. Nächster Angriff. 3 gegen 1 Überzahl. Innenpfosten. Starke Möglichkeit hier für die Mainzer und gute Rückwärtsbewegung. Das ist halt stark. Das ist auch schön zu sehen, wie kurz vor Schluss alle immer noch Vollgas geben. Und der nächste Treffer für Mainz 05. Und warum? Weil sie umgeschaltet haben. Weil sie bis zum Schluss diese Wege nach hinten machen. Torschütze war Arta Latifi. Das ist geil zu sehen, die führen mit 3 Toren und geben trotzdem Vollgas. Das macht diesen Nachwuchs, das macht dieses Niveau einfach aus, sich nicht zu schonen, sondern immer weiter zu laufen. 30 Sekunden noch, 2:5, tolle Partie, 7 Tore gesehen, war nochmal richtig was drin, schöne Momente, hohe Intensität. Nächste Möglichkeit, gibt das halbe Dutzend hier sogar noch für Mainz 05. Jetzt geht die Zauberei los, aber nicht mit dem Wolfsburger Abwehrspieler. Das war's. Wir gehen in die letzte Pause. Mainz 05 gewinnt spektakulär mit 5:2. Wir freuen uns auf Hertha gegen Bayern. Das letzte Spiel des Abends. Bis gleich.